Jetzt in China beispielsweise, im Iran. Das ist noch ein bisschen was anderes. Aber in Australien wird das getan, da sperrt die Polizei einfach lustig Seiten. Und das wird missbraucht. Es wird missbraucht, es werden unliebige und teilweise auch politisch unliebige Seiten einfach gesperrt. Das bedeutet, der Missbrauch dieser Sperrverfügung ist da. Und es hat sich gezeigt, dass die Seiten eben, und deswegen war Sperren statt Löschen so lustig, die Seiten werden nicht oder weniger stark bekämpft. Die Hintermänner werden weniger häufig gestellt, wenn erstmal diese schwarze Wand davor steht, die mit Sperren vergleichbar ist. Ja, und das ist auch das Hauptargument, weil es nicht wirksam ist in der Bekämpfung von Kinderpornografie. Das ist auch das Allerwichtigste, wenn es denn wirksam wäre und es würde auch vernünftig klappen. Aber bei der Strafverfolgung der Täter, und die Täter sind nicht im Internet, sondern die Taten und die Opfer, die sind ja ganz woanders. Das sind ja Dokumentationen von Verbrechen, genau genommen, die da übertragen werden. Aber wenn es wirksam wäre, die Verfolgung... Wenn es wirksam wäre, das sicherzustellen, dass diese Medien entfernt werden und dass die Täter gefunden werden und so, wäre da gar keiner gegen gewesen. Wir haben aber letztes Jahr nachgewiesen, dass es nicht wirksam und nicht sinnvoll ist. Der Kinderschutzbund war ja auf Seite von Frau von der Leyen. Wir wissen, es gibt halt da auch noch kein klares Drehbuch. Wir versuchen ja auch, wie werden wir dem Ziel, das wir alle hier haben, das unterstelle ich mal allen, dass eben ein solches Verbrechen an Kindern eben A, nicht geschieht, B, die bestraft werden, die es tun, und C, diejenigen, die zur Verbreitung und deshalb auch zum Geschehen beitragen, auch bestraft werden und das Handwerk gelegt wird. Ja. Das Ziel haben wir alle. Genau. Und jetzt geht es darum, was sind die wirksamsten Wege? Und wenn es zum Beispiel hilfreich sein kann, zu sagen, wir sperren etwas, dass das Interesse geringer ist, überhaupt an der Verbreitung beizutragen, finde ich, ist das erstmal ein legitimer Ansatz, über den man diskutieren kann. Wenn man etwas Besseres, Effektiveres hat, gerne. Aber es ist doch legitim, sich diesem Ziel zu nähern, nämlich Kinder vor so einem Verbrechen zu bewahren. Nicht, wenn es einen Kollateralschaden gibt, der nachgewiesenermaßen unter anderem das Grundgesetz mit bedroht. Denn da steht drin, soweit ich das weiß, dass Zensur nicht möglich ist. Und in dem Moment, wo eine solche Mechanik eingeführt ist, zeigt sich in fast allen Ländern, in denen das beobachtet wird, dass das auch nicht nur für Kinderpornografie, sondern auch für andere Dinge. Mit welcher Güter ich habe das mit China vergleichen. Aber können Sie dem zustimmen? Darf ich fragen? Nee, ich halte mich hier genau deswegen zurück, weil die Debatte ja wirklich gelaufen ist und die Argumente sind ausgetauscht. Genau, aber und das möchte ich nochmal... aber es ist ja noch nicht gelöstes Problem. Nee, natürlich ist es nicht gelöst. Ich habe jetzt auch keine Pauschallösung dafür. Nee, aber ich glaube, das grundsätzlichere Problem, um jetzt mal von diesem Kinderpornografie-Thema wieder ein bisschen wegzukommen, ist ja, das ist ein Medium, in dem Datenkopien oder Dateikopien, sage ich jetzt mal, sehr schnell, also erstmal kann man Sachen duplizieren in unendlich schneller Zeit, verbreiten und so weiter. Das betrifft Musikdateien, Bücher, Bilder und so weiter. Und das jetzt, und im Moment ist die Gesellschaft dabei, dem irgendwie wieder Herr zu werden. Ob das jetzt Raubkopien sind, jeder Staat versucht das so auf sein. Die Franzosen fahren ja eine sehr drastische Linie, kann man auch mögen oder nicht, aber die... Welche fahren die? Da gibt es ja wirklich den Vorstoß, dass wenn man öfter, ich glaube dreimal oder so, erwischt wird beim Musikklauen, also Herr Lobo kann das wahrscheinlich besser zusammenfassen, ja, dann wird einem der Internetzugang gesperrt oder temporär gesperrt oder so, ne? Oder? Also ist das Three Strikes Out-Regelung oder Oliven nach dem Herrn, der das in Frankreich eingeführt hat oder einführen wollte und bedeutet, dass Menschen, die fortgesetzt Urheberrechtsverstöße im Internet begehen, verwarnt werden und ihnen dann für eine bestimmte Zeit oder sogar länger. Wenn man den Satz von den Franzosen lernen heißt, nein, heißt nachzuziehen. Dann wird ihnen das Internet gesperrt, was eine Albernheit aber ist. Aber die Regulierungsfrage, die Sie eben gestellt haben, wie wollen wir dieses neuen Mediums Herr werden, wie wollen wir es für unsere Zwecke einsetzen, ist, glaube ich, im Wesentlichen deswegen bisher so schlecht und auch so schlecht umgesetzt worden, weil überhaupt nicht zur Kenntnis genommen wurde, dass dieses Medium Eigenschaften hat, die bisherigen Medien nicht hatten. Man muss natürlich dann auch ein bisschen schlau sein. Man muss sich anschauen, was ist das für ein Medium? Wo sind die qualitativen Unterschiede, die quantitativen? Es ist eben kein Rundfunk. Das haben leider immer noch nicht viele Leute verstanden, die meinen, sie könnten Rundfunk regulieren. Nein, Internet ist kein Rundfunk, sondern es ist Information on demand. Ich kriege sie nicht, wenn ich sie nicht hole. Und es ist ein Peer-to-Peer-Medium. Jeder ist mit jedem vernetzt. Das ist eben auch ein wesentlicher Unterschied zu allen Medien, die wir bisher kennen letztendlich. Und das bewirkt in der Qualität zum Beispiel auch, dass es ein öffentlicher Raum ist. Und dann muss es auch als solcher betrachtet werden und so weiter und so fort. Und es ist eben ein Raum, in dem sehr einfach Kulturgüter oder auch andere Güter oder Dateienbilder, wie auch immer, ausgetauscht und vervielfältigt werden können. So, das ist jetzt muss erlernt werden. Das ist, glaube ich, unser Hauptsprung. Es gibt unterschiedliche
Wahrnehmung bzw. unterschiedliche Fähigkeiten im Umgang mit dem Internet. Einmal das Wissen und dann das Anwenden. Und dann gibt es welche, die sich komplett verweigern. Ist auch in Ordnung. Nur jetzt hier, wenn wir auf der Straße gehen, lernen wir, Mensch, wenn ich da jetzt über den Zebrastreifen laufe, ohne zu gucken oder ohne Zebrastreifen, das Auto kann ziemlich real hart sein, das mich erwischt. Im Internet so etwas zu spüren, dass die Unmittelbarkeit fehlt sehr oft. Also man ist erstaunt, so hatte ich zum Beispiel auch Patienten bei mir in der Sprechstunde, Eltern von jungen Mädels, die interessante Fotos drin hatten und die haben erst viel, viel später mitbekommen, wer diese Fotos alles kopiert hat. Also diese Unmittelbarkeit des Lernens daraus, wenn ich ein Fehlverhalten, auch selbstverschuldetes Fehlverhalten habe, was das heißt, das ist das Schwierige. Und deshalb nochmal das Thema der Bildung und der frühzeitigen Befähigung halte ich für so wichtig. Nur diejenigen, die es weitergeben sollen, sei es Lehrer oder Eltern, die wissen das ja meist selbst nicht. Das heißt ja, dass die Kinder viel weiter sind als die, die sie erziehen sollen. Da sind wir ja bei Ihrem Thema. Sie wünschen sich ein Schulfach Internet. Was muss denn da gelehrt werden? Und vor allem tatsächlich die Frage, wer kann es denn lehren? Ich fange mit der zweiten Frage an. Ja. Ich glaube, dass der Staat, der ja auch dafür sorgt, dass öffentliche Bildungseinrichtungen vorhanden sind, eben auch dafür sorgen muss, dass benötigtes, von der Gesellschaft benötigtes Wissen in die Köpfe der Leute hineinkommt. Und genauso wie sich irgendwann mal irgendwelche Menschen zusammengesetzt haben und gesagt haben, so, Erdkunde scheint ein ziemlich wichtiges Fach zu sein, dann bilden wir mal Erdkundelehrer aus. Genauso muss das jetzt mit dem Internet passieren, denn es ist nötig. Dass man nicht von heute auf morgen die 50.000 Menschen, die in Deutschland dafür sofort parat hat, die das den Kindern beibringen kann, ist vollkommen richtig. Aber das könnte man ja langsam mal auf den Weg bringen, denn es zeichnet sich ja nicht ab, dass die digitale Sphäre und die digitale Öffentlichkeit nun übermorgen weniger wichtig werden, sondern im Gegenteil. Aber es gibt ja schon. Ja, das wird ja längst auf den Weg gebracht. Also, ich weiß von Berlin, da gibt es ein E-Education-Programm. Das wurde vor 5 Jahren verabschiedet vom Senat. Da sind ganz hoch gesteckte Ziele, was in jeder Altersstufe, in jeder Klassenstufe erlernt werden soll. Und da geht es eben nicht um Knöpfchen an, Knöpfchen ausmachen, sondern um, also wie kritisch ich mit den Inhalten. Dass das natürlich im Unterricht. In Bayern und in Baden-Württemberg auch Medienkunde oder so, aber das sind alles wegen der. Dass das natürlich noch im Kern nicht umgesetzt ist und auch nicht in jedem Unterricht und bei jedem Lehrer und so weiter angekommen ist. Naja gut, aber die Frage ist halt wirklich, muss es nicht auch schon mal irgendwie ein Studienfach an Pädagogik angegliedert sein? Ne? Also muss man das nicht wirklich an der Uni dann auch lernen, komplett? Aber man muss auch dazu sehen, dass es ja so ist, diejenigen, die mit dem Internet aufgewachsen sind, die also sozusagen gar keine Welt ohne Internet kennen, die sind ja heutzutage schon 18 Jahre alt, nee, 17. Als ja, das heißt, wenn die dann Lehrer werden, haben sie doch mindestens auch schon einen gewissen Teil Medienkompetenz durch Benutzung. Man wird nicht Dinge Leuten aufstellen. Das ist natürlich ein sehr krasser Übergang jetzt, dass die jetzige Elternschaft zum Teil eben da wirklich stark hinterherhängt. Aber das ist einerseits Medienkompetenz-Herausforderung, sicher. Man muss den Leuten aber auch Dinge ruhig an die Hand geben, dass sie das handhaben können. Das wird immer so sein, dass natürlich die Kinder. Was wäre denn das Lernziel eigentlich? Also, was müsste jemand am Ende, wie müsste er das Internet beherrschen, wenn er, sagen wir mal, eine gute Schule in Sachen Internet gemacht hat, Ihrer Ansicht nach? Grundregeln der digitalen Öffentlichkeit wäre ein wichtiger Punkt. Was? Das heißt, ich stelle nicht besoffene Fotos von mir ins Netz oder was als erste Regel? Doch, ich kann das tun, aber ich muss wissen, welche Konsequenzen das unter Umständen haben kann. Ich glaube nicht, dass es so dramatische Konsequenzen hat. Ehrlich gesagt, ich halte auch dieses Beispiel für die Personalchefs scannen alles durch und wer schon mal betrunken war, wird nie wieder einen Job kriegen. Ja, das halte ich ein bisschen, vor allem, was würde das halt ein bisschen für aussagen? Ja, genau. Das halte ich ein bisschen für hysterisch. Und ehrlich gesagt, gerade die guten Leute werden nicht bei einer Firma arbeiten wollen, die überall reinschnüffelt und in jedes Profil reinguckt, was da wie passiert. Das nur nebenbei. Aber ich glaube, dass der Umgang mit der Gesellschaft sowieso das ist, was in der Schule gelehrt werden sollte. Dass dazu noch ein bisschen Fachwissen kommt, ist klar. Aber der Umgang mit der Gesellschaft, wie finde ich mich in der Gesellschaft zurecht? Und dass das erweitert wird auf die digitale Sphäre. Umgangsformen, was bewirkt was? Kausale Verkettungen, technologische Hintergründe. Ein konkreteres Beispiel, was bewirkt denn was? Also wo ich jetzt möglicherweise gar nicht dran denke. Was passiert, wenn ich welche Daten von mir wo einstelle? Da ist ja das schon erwähnte Facebook ein schönes Beispiel. Ich bin der Meinung, jeder sollte mit dem Internet insgesamt so umgehen, dass die Daten, die er hineinstellt, im Zweifel auch auf der Titelseite einer Zeitung, so mal als ganz grobe Faustregel, stattfinden können.
Zeitungen, die Älteren werden sich erinnern, dieses aus Papier. Also das heißt, man muss, wenn man etwas ins Internet hineinschreibt, es als publiziert betrachten. Und das sind so ganz grobe Faustregeln, wo es natürlich dann wieder kleinere und größere Ausnahmen gibt. Aber solches Wissen und auch solches Wissen qualifiziert in die Köpfe zu bekommen, das könnte Aufgabe von einer solchen Lehrveranstaltung sein. Aber dann kommt noch eins hinzu, das teile ich absolut. Dann kommt aber folgendes Moment hinzu. Wenn ich jetzt auf so einer Internetplattform bin, soziale Netzwerke, es gibt Wer kennt wen, StudiVZ und vieles andere auch. Und dann gibt es ja die Angebote, Achtung, Titelseite,